Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trust and Betrayal. Heute mit der Nancy. Hallihallo. Und mit mir, der Gigo. So, zack, zack, zack. Alle Schandtaten bereit. Jawohl. Balla. Wie süß. Was denn? Der Hixer. Der Hixer. Mhm. Der war niedlich, ja. Ja. So, Schmelztree on Stelzen. Yay. Ich bin gerade am Map. Ich glaube, jetzt decke ich Map auf oder so. Jetzt ist aber mega lagfrei. Okay. Man versteht das nicht unbedingt, oder? Nein, nicht wirklich. So. Und. Der Mond, der scheint jetzt hier. Ich verstehe es nicht, wieso sich die Dschungelbiome vor uns verstecken müssen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Tja. Ich muss jetzt so ein scheiß Biom finden, weil es macht mir... Oh, ein Dorf. Toll, schon wieder. Also jetzt wird's langweilig. Ja, jetzt wird's echt langweilig. Ja, da war auch noch niemanden, glaube ich. Ha. Hallo, Apotheker. Ha? Meinst du? Kann ich mal rein oder was ist da los? Geh weg! Geh weg! Hi. Na, was läuft? Ja, ne? Ja. Du tauschst ja mal wieder total geil. Mach mal die Tür wieder zu. Ist eh nicht schön, was ihr da macht. Markier mir das gleich. Guck jetzt bloß mal schnell in die Kisten rein. Weil brauchen du es auf jeden Fall nicht. Hab genug. Ich will jetzt auch nicht, dass jetzt hier die ganzen. Oh, ein Candy. Hm. Glückwunsch. Guck bloß mal schnell in den ihre Häuser rein, was die alles haben. Huch. Was denn jetzt? Ah. Jetzt. Oh, was machst du denn da, du doofes Ding? Naja, ist halt ein Dorf, ne? Was wollen wir machen? Tja. Wird langsam langweilig. Ich weiß nicht, warum ich immer diejenige bin, die Dörfer findet. Verstehe ich gar nicht. Die Dorflady. Ich suche eigentlich immer nach ganz anderen Sachen, ja. I'm the Dorflady. So, das ist ein Wüstenbiom. Toll, ne? Und wo ist jetzt hier das Dschungelbiom? Wo die Wüste ist, ist der Dschungel nicht weit. Rein theoretisch. Könnte das sein? Mhm. Ich fliege jetzt noch ein paar Meter und dann mache ich straight forward wieder nach Hause, weil es ist mir jetzt einfach zu doof. Es gibt einen Mod, der hat alternative Terrain-Generierung und der setzt auch die Biome nach Humidity und ne, Wärme und all dem Scheiß. Mhm. Das ist ganz cool eigentlich. Da jetzt zum Beispiel an einem Dschungel eine Wüste oder andersrum. Aber so haben wir hier nicht. Können wir uns nicht leisten. Ja. Nee, das können wir uns nicht leisten. Das ist einfach auch finanziell nicht tragbar. Nee. Kann ja auch nicht verhungern nächsten Monat. Und richtig, so. Das geht einfach nicht. Geht nicht. Mhm. Das geht gar nicht. Nein. So, was haben wir hier? Zack. Der Baum will nicht sich abbauen wieder mal. Ja. Ja. Ist nicht wahr, ey. So, unten ist ein Haus, okay. Das ist ein Haus, aber keine Angst. Ich habe nicht? Kein Nikolaus, nein? Das ist, nee. Oh Gott, ich habe eine Schneise gezogen. What the heck? Wie geil ist das denn? Wenn du mal meine Map sehen willst, oh Gott. Wie die aufgedeckt ist, immer so Schneisen in jede Himmelsrichtung, weißt du? Mhm. Ich hab die nie komplett Oh Gott, was ist das? Ein Dungeon? Nennt man das so? Ja, ne? Ja. Was gibt's da eigentlich? Ist da irgendwas Besonderes? Naja, da in den Dungeon-Kisten findest du halt guten Zeugs, das du so nicht craften kannst.
Wie zum Beispiel die Whitestones, die dich einmalig vor Tod bewahren. Okay. Ich hab Angst. Ich hab ja nur einen Helm, aber es ist ein Dornhelm. Für was sind eigentlich die Hebel da drin gut? Hebel. Ah! Ja. Entschuldigung. Hebel nicht betätigen, sondern durch die Wand bauen. Das sind Fallen. Durch die Wand bauen. Wie clever ist das denn, Jöne, gemacht? Das bin ist cheating. Ich jetzt erschrocken, Leute. Cobblestone? Ach, verdammt. Muss ich erstmal schnell den Dispenser oder was auch immer das sein sollte abbauen. Damit der mich nicht mehr weiter beschießen kann. Oh, da ist ein Herz drin. Das ist gut. Cool. Ja, ich weiß. Irgendwie ist mein Hammer kaputt, das ist zu nervig. Ach. Ich weiß aber nicht, ob das die einzige Kiste ist. Und wieso geht mein Headset schon wieder aus? Hör ich dich gerade wieder mal nicht. Ah. Sollte das mal kurz wieder anstecken. Hallo? Hallo? Nee, das verstehe ich immer noch nicht. Jetzt. Hallo? Gott. Naja, jetzt hat mich das Ding halt zum halben Herzinfarkt geschafft. Das ist ein total kunterbuntes Biom. Wie heißt das eigentlich? Ah, Biom so plenty. Mit F3 kannst du auch gucken, wie Biom heißt, in dem du gerade bist. Ah, okay. Sehe ich nicht, jetzt ist da meine Webcam. Ha! Ach, verdammt, was ist hier los? Warum hab ich denn... Ach, Mensch. Ich träume mich anscheinend die ganze Zeit nur selber, habe ich das Gefühl. Naja, Webcam halt nicht. Das ist eine Vor-Nachteile. Ich glaube, ich werde jetzt gleich zurückfliegen. Yippie! Ja, zurückfliegen geht ja meistens schnell. Okay, das läuft wieder. Jetzt, wo packe ich mein Hexengedöns hin? Das ist jetzt die große Frage. Also das sind Bäume, die habe ich noch nicht gesehen. Was ist denn das für Holz? Das ist doch auch Oakwood, oder? Nee, warte mal. Das ist Redwood. What the fuck? Redwood. Aber was ist denn das für ein Holz? Rotes Holz. Okay. Also ganz, ganz großen okay. Bäumen, ne? Ja. Die sind riesig. Anstatt ja da mal die Bäume stehen, die ich brauche, kommt hier wieder neues Zeug. Was ich nicht brauche. Das verstehe ich und ich warum hier kein Dschungelbiom ist. Ich hatte aber schon mal eins gefunden, deswegen macht mich das so ein bisschen stutzig. Zwischendurch war irgendwas mit meiner Map und da war dann plötzlich die Map wieder zu. Wo ich nicht wusste, warum. Nun gut, dann werde ich jetzt einen Kreis drehen. Und einen anderen Weg zurückfliegen, glaube ich. Und zwar machen wir als allererstes... Warte mal, da ist das zu Hause, ne? Warte mal, das ist da. Da werde ich ein Straightforward genau dahin fliegen. Da decke ich nämlich zwar wieder neue Map auf, aber das geht dann straight nach Hause in der Zeit. Sehe ich was Neues und finde vielleicht dann doch noch ein Dschungelbiom. Vielleicht. Ja, hey, ne? Schießt auf. Nur vielleicht. Au! Hey, mach mich nicht wütend. Stirb. Genau, hör auf Chico zu schießen, das ist nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, wir können ja mal kurz den Leuten... Wollen wir erzählen, was wir so in Zukunft so Minecraft geplant haben? Ist das... Jawohl, stimmt. Eine gute Idee. Das Lustige ist, letztens meinte noch ein Zuschauer von mir so, machst du mit der Singleplayer-Sachen, Multiplayer ist zwar ganz cool und so, aber Singleplayer auch war gut, solange du nicht mit PvP anfängst. Ich so... Minigames. Ja gut, aber ja. Minigames ist jetzt nicht durchgehend nur PvP, es das gibt stimmt. ja auch andere Sachen. Ja, also ich meine, so eine Sache wie Hide and Seek zum
Beispiel, das hat ja nichts nur mit Leute zu killen zu tun. Also es gibt ja so viele andere Minigames, die Spaß machen, wo man dann auch, keine Ahnung, wo man halt Gott sei Dank auch mixen kann und das machen kann, was gerade Spaß macht, deswegen. Das kann man ja mal so sagen. Genau. Und Minigames habe ich auf meinem Kanal noch gar nicht gemacht, deswegen eine nette Abwechslung. Ja, für einen selber auch, weil Spaß macht es auf jeden Fall. Hier ist ein riesen... So, ganz schön tief runter. Eine Schlucht. Unglaublich. Ich brauche... Oh, hier ist noch eine. Die Map, die fällt auseinander. Sind überall... Schon wieder ein Dorf, oder? Das ist nicht korrekt. Okay, Chico. Ich habe schon wieder ein Dorf gefunden. Oh, Mensch. Wo du hingehst, kackst du Dörfer. Unglaublich. Das gibt's nicht, oder? Oh Gott. Da ist sogar so ein Witch-Tee-Turm da. Da sind bestimmt solche Bodyparts und so ein Gedöns drin. Naja, ich mach einmal, ich fliege in einer Folge einfach mal durch die Gegend. Da finde ich schon ohne Ende Dörfer, von daher. Mein Gott. Ich kann's halt, was soll das? Ja, ne? Will man dazu sagen? Ich hab noch gar kein Dorf gefunden. Weißt du, wie viele Dörfer ich jetzt schon gefunden sind? Bestimmt ein 7. Tja. Hältst den Rekord. Ich muss dann mal die Koordinaten aufschreiben. Jo. Mit Team Rot reinschreiben. Bloß ich hab halt Angst, dass ich dann wieder irgendjemand hinstellt und dann vielleicht sogar noch die ganzen Bewohner killt, weißt du? Jo. Das ist halt. Wäre nicht so ganz so fein. Also ich fliege gerade wieder durch ein Wüstenbiom. Ja gut, es ist kein Wüstenbiom, das sind so kleine Wasserflecken mit. Naja. Oase. Ja, ne? Warum ich nicht gleich Oase sag? Das ist, ja. Was für ein Holz hatte ich da? So, jetzt kommt mein Hexentrakt von... in mein Haus. Hä? What the fuck? Nein! Okay. Och man, jetzt leckt sogar der Schüssel, dass wenn ich meine Sachen schüssel, wieder zurückgeschüsselt wird. So ein Schüsselmist. Oh ja, ich wollte das nicht. Warum sagt sie, sie wollte das nicht? Sie fliegt damit ab. Ja, ich suche ein Biom. Was ist das denn für ein Haus? Das ist kein Dorf, aber das ist so ein einzelnes Haus, was so komisch aussieht. Besteht aus Spruce-Wood, was übrigens cool aussieht. Oops. Warte mal. Was ist Spruce Wood? Das ist doch bloß ein Ticken dunkler wie Dingens Wood, ne? Spruce Wood ist ja das dunkle Holz von das Vanilla Minecraft dunkle Holz. Hm. Hallo? Ja? Droppen? Los? Ah, ach, toll. Das sind wieder diese länglichen Bäume. Oakwood ohne Ende. Aber das Oakwood ist halt irgendwie wann. Das ist halt irgendwann mal langweilig. Musst du schüsseln, dann ist nicht mehr langweilig. ja, ich kann aber das andere Holz auch schüsseln. Mhm. Wo bin ich gelandet, wenn alles plötzlich gelb wird? Hä? Ja, hier. Das sieht aus wie gelber Nebel. Gelber Nebel? Ja, und jetzt fängt er noch die komische Minecraft-Musik an. Die ganze Zeit kommt die Kindermusik und jetzt kommt er mit sowas. Jungle Wood! Ehrlich? Ja! Oh mein Gott. Aus! Die Bäume sehen zwar irgendwie am... Zwar, ich kenne das nicht, die Bäume sehen komisch aus. Aber es ist Jungle Wood. Yay! Finally! Ich hab gefunden, was ich wollte, yeah. Du stirbst übrigens, mein Lieber, weil die Sonne jetzt scheint. Du gehst mal weg, du Blöder. Du gehst hier weg. Ist alles meine jetzt. Abhauen. Meins. Nehme jetzt das mit und versuche gleich ein paar Setzlinge zu bekommen. Yellow Autumn Sapling brauche ich nicht. Ach, das meinst du mit Gelb? Ah, ja, ja. Das sind so Herbstwälder. Die sind ziemlich cool. Die sehen hübsch aus. Der Hut, den der aufhat, sah auch hübsch aus. Jetzt habe ich ne. Eiskalt gekillt sein Hut. Kann das sein, dass die Axt hier nicht richtig funktioniert? Ja, die Bäume sind ein bisschen komisch gemacht, finde ich.
So, Dilly. Guckst du eigentlich Fußball? Ja. Und? Aber ich muss zugeben, dass ich jetzt, dass ich nur die Deutschlandspiele gucke und es ab natürlich jetzt natürlich zum Finale hin, wo es immer enger wird, dann gucke ich natürlich auch die anderen Spiele dann an, damit man weiß, auf wen man dann so trifft. Jo. Sonst gucke ich schon Fußball, ja. Cool. Also WM gucke ich auch Fußball. Also am Anfang noch habe ich so ab und zu mal ein interessantes Spiel geguckt von anderen außer Deutschland, aber momentan also auch nur noch Deutschland. Und natürlich jetzt auch die Finalspiele, wenn ich denn es mal mitbekomme. Gestern Abend habe ich nicht mehr geguckt, Brasilien gegen Lampukistan, wer auch immer da gespielt hat, ich weiß nicht mehr. Manchmal sind nur dann Dinge dabei, die einfach dann nicht mehr so interessant sind. Ist das Treibsand, auf was ich jetzt hier stehe? Heilige Scheiße. Hier ist eine Katze mit einem Hut auf. Wie cool ist das denn? Nicht töten. Katzen sind süß. Nö, ich töte die nicht. Ja, sonst eigentlich, ich bin jetzt nicht so ein Fußballfan in dem Sinne. Also, ich bin zwar Bayern-Fan, muss ich zugeben, das kann er schneller wissen und so, weiß er Bescheid. Ja. Aber ich gucke jetzt nicht so jedes Mal jedes Spiel oder, weißt du? Mit der WM und EM eigentlich ähnlich. Da steht man eh bloß für Deutschland und ja. Gibt dann selten irgendein Spiel, was dann interessanter sein könnte. So, ich bräuchte langsam mal ein bisschen Sprucewood irgendwie da. Nee, verdammt. Sprucewood? Oder Darkwood, aber das muss ich mal anpflanzen. Mist. Machen. Nee. Also Sprucewood kann ich dann nur noch ein paar Saplings mitbringen, glaube ich. Ich weiß nicht, gucken. Hab ich eigentlich, hier rumfliegen? Ich weiß gar nicht. Oh, halt, ich brauch Dirt. Dirt. Da habe ich schon wieder vergessen, was das andere Projekt war, was wir machen wollen. War das Hexit oder was war das gleich? Ich weiß es nicht mehr. Nee, irgendwas mit der Community und irgendwas mit Bauen. Ich weiß es nicht mehr. Ach so, ja, genau. Ach, Nancy, ich krieg's wieder nicht hin. Siehst du, ich plan Sachen und vergesse sogar, was ich machen will. Läuft. Sehr gut. Hat hier jemand dort rumfliegen zufällig? Nicht? Ja, verdammt. Ja klar, dort hat jeder. Übrigens ist das einzige Minecraft, wo ich los bin, um dort zu farmen. Weil wir in diesem komischen Crackrock-Biom waren, deswegen. Oh. Weil wirklich nix ist. Was ist das denn hier? Man braucht. Das sind ja Ölküche. Hi Leute! Oh. Ja, so hat man davon, ne, wenn man nicht in den Aufnahmeraum geht. Ja. Das macht aber nix. Hi! Oh, willkommen bei Trust and Betrayal und ja. Hallo liebe Zuschauer! Ja! Entschuldigung, ich bin nicht so schlecht. Nein, das passt schon. Kein Problem. Okay, ich bin mal wieder weg. Wir hören uns in der Pause. Mädels, ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dann. Dankeschön. Bis nachher. User left your channel. Wir hätten einen Aufnahme-Channel gehen sollen, ne? Ja. So, yay! Yay! Egal! Nee, wir gehen jetzt nicht. Ich kann mich nicht rufen. Ich bin, Soll ich dich move? Ich kann nicht. Move. Okay, mach mal. Gut, dann. Oh Gott, das Ding ist. Moment, mein Fenster ist nicht groß genug. Hui. Siehst du? So, was nicht passt, wird passend gemacht. Bis gleich. User was moved out of channel your channel. So. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Trust and Betrayal. So. Genau. Bist du dort geholt? Ja, habe ich gut. Da hat der McManius mal so reingewisse, so. Genau. Ganz unauffällig mal kurz in die Aufnahme rein. Gelunkert. Wenn es da nur gewesen wäre, hätte er dann gesagt: Hier, schaut mal bei mir vorbei. Genau. Sollten wir uns echt mal angewöhnen. Wir sind einfach zu gut für sowas. Definitiv. Oh, ich mach jetzt Dreistigkeit. Ganz einfach. Ich habe hier neben dem Hexenturm so ein Holz. Bunker stehen, weißt du, so ein fast viereckiges Haus, nur aus Holz gebaut. Da packe ich jetzt mein Dirt drauf und meinen Baum. Habt ihr jetzt davon? Da steht nichts von wegen, dass man auf fremde Teamhäuser nichts draufbauen darf. Naja, so. Nö. Habt ihr davon? Gibt aber doch bestimmt noch ein Blank. Ich überlege gerade, ob ich in der Nähe von meinem dann nachher einfach überall Bäume anpflanze. Ja, das ist auf jeden Fall hübsch auf diesem hässlichen Crackrock. Da braucht man doch bis ein Dirt-Block, oder? Ja. Eigentlich, ne? Mhm. Aber ich kann es trotzdem schön aussehen lassen, so ist es nicht. Jo. So, jetzt mal erstmal die Axt hier kaputt, Mensch.
Oh, geht das jetzt mal schneller kaputt oder was ist hier? 17.10 Uhr. Hm. Mhm. Die Zeit, was ihr immer macht. Schlimm, ne? Die Zeit. Das ist echt schlimm. War auch damit, weil ich unbedingt mit Dschungelholz angefangen habe mit Bauen. Mhm. Kann man aus so eine scheiß Idee kommen. Vor allen Dingen sind das hier keine richtigen großen Dschungelbäume, sondern die sehen so richtig komisch aus. Mhm. Die lassen sich echt total beschissen abbauen. Ich glaube aber, dass das daran liegt, auf was für Gras oder Erde die sitzen oder so. Ich weiß es nicht. Oder was für ein Biom? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube ja. Wo ist meine Axt? Verdammt. Verdammte Axt. Haha. Was wird's? Brüller. Hm. Das ist echt der Brüller. Schenkelklopfer. Hm. Wo ist es denn jetzt hin, Mensch? Ups. Oh, ich brauche dringend meine Elevator. Ganz dringend, ey. Hast du noch kann? Ne, mir fehlen die Ender-Augen, die Enderperlen dafür. Irgendwie. Und ich fliege jetzt die ganze Zeit in meinem Haus hoch und runter durch ein 1x1 große Löcher und da bleibe ich ständig an den Kanten hängen. Ja, ich glaube nicht, dass du der Einzige bist, der solche 1x1 Löcher hat und da ständig durchhüpft. Mhm. So. Pelöp. Ich doch immer Urmassen an Setzlingen aus diesen Kackbäumen. Das ist der Wahnsinn, ey. Boah. Müssen mal gucken, wie viele Saplings ich jetzt eigentlich habe. Von den Jungle habe ich 10 Stück. Die müssen eigentlich erstmal reichen, ne? Mhm. Dann denke ich nämlich, dass ich jetzt so zurückkomme. Ich pack die Seeds jetzt aus, mache jetzt noch ein Stack Holz voll und dann haue ich ab. Dann markiere ich mir das Gebiet. Eigentlich brauche ich es mir ja nicht mehr markieren. Und ich soll mal nächsten putzen hier, meine Güte. Ui. Oh Gott, wir sind ach, hier ist los. Hm? Hier ist ein Loch im Haus von Team Blau. Im Fenster, da ist ein Loch. Okay. Ich weiß nicht. So, ich fliege jetzt zurück. Ich habe jetzt die Schnauze voll von dem ganzen Ratz hier. So. Direkt mal mein Haus markieren. Wo ist es denn? Meine Fresse, habe ich viel aufgedeckt von der Map. Nancys Haus rot. Ja, das meine ich. Da muss ich lang. Ich komme! Gibi! Bin unterwegs! Hallo Strohmann! Na, was läuft? Bin immer gespannt, wie lange ich jetzt brauche. Bei 2500 Blöcke. Es geht noch. Oh. Nicht schlecht. Ups. Ich sag dir eins, so eine Cola mit Eis ist schon das Beste, was du haben kannst. Auf jeden Fall. Mach mir auch mal Saft schon mit lange, geil. Ja, wie gesagt, ich habe mir so einen Becher gekauft, muss jetzt aber Werbung machen. eigentlich Werbung machen ist Quatsch, das hieß Magic Freeze Mug. Und das ist halt ein Becher, den stellst du in eine Gefriertruhe. Der ist so aus einer Art, weiß ich nicht, das ist halt so ein biegsames PVC. Ah, ne? Ach so. Und innen drin ist so eine Kühlflüssigkeit. Der bleibt 3 Stunden im Gefrierfach, danach kannst du irgendein Getränk, was ist eine Cola, Saft oder was auch immer, reinschütten. Dann bleibt das eine Minute still stehen und dann fängst du an, diesen Becher durchzukneten und da wird automatisch ein Slushie draus. Cool. Absolut geil. Also für den Sommer ist das Beste, was du haben kannst. Mhm. Ich habe es bei Amazon bestellt. Cool. Bloß das Ding bleibt halt 3 Stunden im scheiß verdammt Gefrierfach und bis dahin gibt's Cola. Nee. Mit Eis. Ja. Nee, es ist aber echt genial. Hier so, du einfach durch das Kneten dann entsteht dann halt, es wird dann halt aus der Cola so wie beim Slushy so Eis. Mm. So, weißt du? So cool. Nom nom. Ich bin glatt neidisch, würde ich sagen. Im Sommer ist es geil. Ist nicht teuer. Kostet 17 Euro. Ja. Dafür, dass du ihn immer wieder verwenden kannst. Die muss er erstmal haben, die 17 Euro, wa? Ne. Ja. Ich bin doch ein armer Student. Ich kann mir nichts leisten. Genau, spendet jetzt mal für Chico, damit sie sich den Slushy-Eisbecher kaufen. Genau. Kann. Das muss jetzt schon, mal machen. Ich krieg jetzt auch, weil ich ein armer Schlucker bin, gebrauchte Sachen. Und zwar eine gebrauchte Cam für die Gamescom und ein gebrauchtes Mikro vom Frame, sein altes. Yay. Naja, das ist doch nicht so schlimm. Nö, nicht so schlimm. Aber
zumindest gut für mich, weil günstig. Ja, ist doch okay. Joa. Eis, Eis, Baby. Dum, 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 dum. Ist auch so eine kleine Jukebox, ich hab Jukebox, gerade Eis ne? in der Hand gehabt. Ja. Hm. Hat man schon mal mit der Jukebox. Ja. Ich liebe Musik, das ist einfach. Ja. So, und da und da. Oh, hier ist sogar ein Birken. Hier ist ein Birchwood-Bio, wo ich gerade durchfliege. Ui. Komplettes Biom mit Birkenholz. So, und jetzt? Ach, verdammt, eigentlich müsste ich... Mist. Diese großen Tropenbäume. Ich weiß, dass ich hier ein ganz Mini-Biom hatte, wo nicht so viele davon standen. Ja gut, vielleicht habe ich sogar noch Saplings davon. Ach, das ist dämlich. Warum habe ich die Stäume einfach gepflanzt? Ich verstehe das nicht. Wieso habe ich das vergessen? So, aber ich glaube, wir müssen mal Schluss machen. Ja, das dachte ich mir jetzt genau eben gerade auch. Perfekt. So, du bist. Ja, dann würde ich sagen... Schauen wir bei Nancy vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.